Ja, hallo, liebe Let's Play-Freunde. Ich darf euch nach langer Zeit mal wieder begrüßen in einem Solo-Projekt auf meinem Kanal. Wer hätte es gedacht? Ja, und diesmal spielen wir The Clue, wieder The Clue, weil ich hatte das letzte The Clue Let's Play, das war, glaube ich, sogar mein erstes, ja, nicht zu Ende gemacht. Und ich habe jetzt auch keine Lust, das da weiterzuspielen, da ich gar nicht mehr genau weiß, wo wir da waren. Und ich war auch nicht ganz mit der Qualität einverstanden. Und deswegen habe ich mir gedacht, da ich auch einige Kommentare bekommen hatte unter den Videos, schade, dass es nicht weitergeht, mach doch das mal weiter. Und ja, also es wollen auch einige Leute sehen. Und da habe ich mir gedacht, komm, wir machen das jetzt einfach nochmal von Anfang an. Und ja, wir spielen auch wieder die englische Version. Ich werde euch das dann ja grob übersetzen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Viel Spaß. Da sind wir auch schon in London am Bahnhof. Ja, und unser Ich im Alter erzählt und sagt, ja, dass das, wo alles angefangen hat, ja, auf diesem abgenutzten Marmorboden vor 41 Jahren. Es war die Zeit, in der jeder sich danach sehnte, den Schmerz und das Elend des Zweiten Weltkriegs zu vergessen. Ein unglaublicher Enthusiasmus, ja, zu leben, breitete sich unter der ganzen jüngeren Generation aus. Diese drückte sich aus in der neuen und wilden Art der Musik, die in den zig Pubs gespielt wurde. Ja, die wie Pilze aus dem Boden sprießen überall in der Stadt. Es war wichtig, in der Gegenwart zu leben. Niemand wollte an die Vergangenheit denken und niemand scherte sich um die Zukunft. Das war die allgemeine Stimmung, als ein junger Mann aus dem Land in dieser Stadt ankam. Er hatte nicht einen einzigen Penny, aber sein Kopf war voller Träume. Ja, alle Risiken ignorierend und alle Gefahren dieser Stadt war er entschlossen, sein Glück in London zu versuchen. Der Name dieses mutigen jungen Burschen war Matt Stuyvesant. Ja, und jetzt ist es Zeit für uns, ja, in Szene zu treten, Matt. Ja, wir spielen Matt Stuyvesant und wir sind jetzt hier in London angekommen. Für alle die das letzte Let's Play nicht gesehen haben, in dem Spiel geht es grundsätzlich, ja, es ist im Prinzip eine Einbruchsimulation. Und wir werden unseren Lebensunterhalt mit Einbrüchen bestreiten müssen. Und wir sind jetzt in London angekommen und jetzt müssen wir erstmal erste Kontakte knüpfen. Ja. Und ja, mal gucken, wo wir von hier hinkommen. Wir rufen erstmal ein Taxi. Überraschung, Überraschung! Junger Mann, ich bin Dan Stanford, höchstpersönlich. Darf ich Ihnen gratulieren? Sie sind unser 1-Millionster Gast. Das können Sie kaum glauben, was? Und die haben nicht den Hauch einer Ahnung, wie dieser glückliche Zufall ihr Leben verändern wird. Lieber junger Mann, ich präsentiere Ihnen einen freien Fahrschein, gültig für ein ganzes Jahr in allen Taxis, die zu unserer Firma gehören. Ja, das ist super, da können wir schon mal gratis Taxi fahren und müssen uns um, ja, Transportmöglichkeiten keine Gedanken mehr machen. Und ja, Victoria Station sind wir, also bleibt uns nur die Holland Street. So, da sind wir. Ich finde die, ja gut, Grafik kann man es eigentlich nicht nennen, aber ich finde es einfach immer noch schön gemacht, dieses Spiel. Auch die Mucke ist toll, wie ich finde. Aber das ist ja Geschmackssache. So, wo kommen wir denn jetzt hin? In den Fat Man's Pub, Mr. Pooley's, Mr. Maloya's, das Ugly Dog Hotel. Oder zurück zur Station oder zum Taxi. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal ins Hotel. Gucken, was da abgeht. So, wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten hier. Ich habe ein Zimmer im Voraus gebucht. Ich würde gerne ein Zimmer buchen. Hey, ich würde gerne den Manager sehen. Kennen Sie Winnetou? Jawohl. Okay, ja, wir versuchen es einfach mal mit: Ich habe ein Zimmer im Voraus gebucht. Unter welchem Namen? Immer Mark Goldberg.
Oh, Mr. Goldberg, es tut mir sehr leid, dass ich den gleich erkannt habe. Da haben wir den richtigen Namen getroffen. Wir haben keinen Namen, keine Reservierung unter Ihrem Namen. Aber das ist sicherlich ein Fehler in unserer Verwaltung. Einen Moment bitte, ich werde Ihnen sofort einen Schlüssel zu Ihrem Raum geben. Oh mein Gott, ich glaube, der Rezeptionist denkt, ich bin ein Millionär. Zimmer Nummer 8, okay. Ich denke, ich werde den Weg schon finden. Super, da haben wir schon mal ein Hotelzimmer uns ergaunert. Home Sweet Home. Ein wunderbares Gefühl absoluten Friedens breitete sich in meinem ganzen Körper aus. Nicht einmal dieser schäbige Ruhm. jawohl. Nicht einmal dieses schäbige Zimmer könnte meine gute Laune ändern. Und ich entschied mich, die einzige Person in dieser Welt anzurufen, die ich wirklich kannte und liebte. Hallo Mama! Wenn jemand sich den Rest dieser Unterhaltung angehört hätte, hätte er sicherlich gedacht, dass ich ein ziemlicher Waschlappen für mein Alter bin. Aber es muss gesagt werden, dass mein Vater nie genug Zeit für mich hatte und dass ich deswegen immer eine sehr enge Verbindung mit meiner Mutter hatte. Selbst wenn wir immer noch miteinander in einer etwas kindischen Art und Weise reden, ist meine Mutter ein richtiger Schatz. Sie gab mir sogar die Telefonnummer eines alten Freundes von ihr, Mr. Briggs. Natürlich habe ich diesen Mann sofort angerufen und habe ein Treffen arrangiert. Ich soll Mr. Briggs in 15 Minuten im Fatman's Pub, Holland Street, treffen. Ja, den Fatman's Pub kennen wir ja, haben wir ja gerade als Option schon unten gehabt. Und in der Holland Street sind wir. Also gehen wir gleich mal direkt hier über die Straße in den Fatman's Pub und gucken, was der Briggs uns zu sagen hat. Es ist gut, dass du deinen Weg hier sofort hergefunden hast, denn ich hasse es zu warten. Kommen wir gleich zur Sache. Wir haben gerade ein bisschen wenig Geld und deswegen haben wir uns entschieden, etwas wirklich Großes anzugehen. Das einzige Problem ist, dass wir Werkzeuge brauchen und ein Auto für diesen Coup. Aber wir können uns nichts davon leisten. Das ist natürlich schlecht, I'm sorry. Aber wenn es Geld ist, das ihr braucht, dann werde ich euch nicht wirklich aushelfen können. Ich denke, da liegst du falsch. Ich habe gehört, du bist sehr talentiert in dieser Sache. Oder in diesen Angelegenheiten. Ich würde vorschlagen, dass du uns das Geld gibst für diesen großen Coup. Und als Gegenleistung kriegst du einen Teil der Beute. Red weiter. Oder reden Sie weiter, erzählen Sie mir mehr. Okay, also, im Moment ist das Geld in einem Kiosk in Fulham. Und deine Aufgabe, also, wir haben uns ja schon mal näher angeguckt. Keine Gefahr, kein Problem. Na klar. Was für eine weise Entscheidung. Hier ist dein Plan. Du kannst mein Fiat Topolino benutzen. Hier sind die Papiere für den Wagen und hier sind 15 Pfund für Werkzeuge oder was du sonst noch so brauchen könntest. Guck dir den Plan nicht an, bevor du nicht im Hotelzimmer bist und zieh die Jalousien runter. Und pass auf dich auf, Kumpel. Ja, da haben wir jetzt schon mal unser erstes Fluchtwerkzeug. Fluchtfahrzeug natürlich. Ein Fiat Topolino. 13 Jahre alt, ganze 13 PS. Ja. Wie man sieht, die Autos haben ja verschiedene Eigenschaften. Gesamtzustand, Körper, Räder, Maschine, Transportkapazität und wichtiges conspicuous appearance unten, also die Auffälligkeit, weil man sollte, später kann man sich auch Autos kaufen natürlich und das Auto auswechseln und da sollte man immer darauf achten, dass der conspicuous appearance Prozentwert nicht zu hoch ist, denn sonst gibt es da natürlich Zeugen, die einen sehen und dann ist es wahrscheinlicher, dass man geschnappt wird. Und hier haben wir schon Informationen zu unserem Zielobjekt, dem Kiosk. Polizeistation 10 Minuten entfernt, das ist gut, 330 Pfund gibt es dort. Accuracy ist ja gerade in dem
zu dem der Ort ausgesperrt wurde, ist hier 100%, weil die haben das ja schon für uns gemacht. Später müssen wir die Einbruchstiere natürlich selber aussperren. 3% Bewachung, 1% Auffälligkeit, keine Wachen, maximales Krachlevel 78%. Gut. In diesem Moment hätte ich diesen fetten Penner Briggs am liebsten erschossen. Weil er dachte, dass er etwas, was ich tun kann, nicht besser tun könnte. Oder? Macht das überhaupt Sinn? Ich überlege gerade. That he could do anything that I couldn't do. Oh ja, genau. Dass er etwas tun könnte, was ich nicht auf jeden Fall besser können könnte. Ja. Kompletter Sprachausfall gerade. Zu einem späteren Zeitpunkt habe ich herausgefunden, dass Briggs tatsächlich wirklich clever war. Auf seine eigene Art und Weise. Auf jeden Fall habe ich mich dafür entschieden, diesem fetten Typen zu zeigen, mit wem er ja es zu tun hatte. Gut, ja. Dann gehen wir erstmal ins Hotel und gucken uns den Plan an. Da klopft's. Oder Rezeptionist, Entschuldigung, ein Expressbrief. The Clue. Idea, Concept mit Z, jawohl. And Development by and Avoid Panic by. Jawohl, erstmal schön die Credits hier mitten im Spiel. So, Müll. Wen soll das schon interessieren? Jawohl, richtig. Gut. Hier haben wir dann die Plan-Option. Kiosk ist ja bisher das einzige Ziel, also ist das direkt ausgewählt. Fiat haben wir für 2 Driver. Müssen wir noch festlegen. So, da sehen wir hier bei uns, was wir können. Looking out ist, Schmiere stehen, Electronics, das heißt hier Alarmanlagen und sowas knacken, Safes, ja, logischerweise Safes knacken und Locks sind, ja, Schlösser knacken, zu Türen und so. Und hier kann man dann die ganzen Sachen auswählen, Komplizen, Fahrer, Fahrzeug, Thinking, da kann man sich hier gucken, wie man kennt, oder angucken, wie man kennt und was man alles hat, sozusagen so eine Art Inventar. Und ja, Accomplices haben wir noch nicht. Da steht's auch, eine Bar ist der wahrscheinlichste Ort, wo ich jemanden finden kann, der hier an dem Coup teilnimmt. Und ja. Da sagt das auch noch, Moment mal, ich brauche noch jemanden, der das Auto fährt. Also geht's jetzt wieder ab in die Kneipe. Und dann müssen wir dann mal schauen, ob wir wen finden, der da mitmacht. Kiosk, keine große Sache, das machen wir natürlich zu zweit nur. Und der Wagen, ja gut, in dem Wagen können wir nicht mehr als 2 fahren. Talk, gucken wir mal. Richard Doyle, das ist der Barkeeper. Nett dich kennenzulernen. Du siehst aus, als du erst neu kürzlich angekommen. Komm her, ich zahle dir einen Willkommensdrink. Du kannst dir alles bestellen, was du willst. Whisky, Wodka, Bier. Wenn du gerne was Besonderes trinken möchtest, da empfehle ich dir etwas Besonderes. Wenn du gerne Bier trinken würdest, empfehle ich dir was Besonderes. Continental Beer. So, jetzt erzählt er uns hier ein. Gösser. Ja, gut. Könnt ihr euch ja durchlesen, wenn es interessiert. Ich lese das jetzt alles nicht alles vor. Und das ist ja mal das Menü, was man immer kriegt, wenn man mit wem redet. Was ist dein Job? Ich bin Kellner. Hast du schon mal Ärger mit der Polizei gehabt? Nur wegen Falschparken und sowas? Got any experience yet? What are you talking about? Ja, gut, der tut so, als ob er keine Ahnung hat. Sonst ist hier keiner drin. Da gibt es hier aber die Möglichkeit zu warten. John Gludo, oh oh, da ist hier ein Polizist. Hallo Mr. Suvisant, mein Name ist John Gludo und ich bin der Mann, der hier die Verbrechensbekämpfung in dieser Stadt zuständig ist. Ja, People, John Gludo. Der Inspektor selbst, ich frage mich, ob der immer so, tollpatschig ist.
Dann warten wir ja noch mal eine Runde. Sag mal, die entered. Wer Neues reingekommen? Der in Stanford, der ist glaube ich auch. Ja, genau, der Taxifahrer. Ja, er hat mit Mark Smith die Taxifirma gehabt. Werde ich jetzt auch nicht alles vorlesen hier. Wir warten nochmal, jetzt muss doch endlich mal wer reinkommen, den wir hier anheuern können. Justin White. Befrei deinen Geist und der Rest wird folgen. Ist eine alte Weisheit aller, die Blues spielen. Fragen mal, ob sie Erfahrung hat. Ich weiß das eine oder andere über Autos. Auf jeden Fall mehr, als du von einer Frau erwarten würdest. Autos ist gut, wir brauchen ja nur wen, der fährt. Dann bieten wir das gleich mal an. Hier sagt man dann, wie viele wir insgesamt sind. Wir sind natürlich nur zwei. Aber sie will 47% der Beute. Machen wir, alles klar. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, wir machen hier erstmal Schluss für die erste Folge. Eine Komplizin haben wir jetzt. Und ja, den Einbruch planen und durchführen werden wir dann, würde ich sagen, beim nächsten Mal. Ja. Dann mache ich hier erstmal Schluss und bis dann. Ciao, ciao.